im wahrsten Sinne des Wortes kann man sagen, totgesagte leben länger. So geht es auch mit der Brennstoffzelle. Seit über 20 Jahren geht die Brennstoffzellentwicklung immer hoch und runter. Und genau diesen Überblick wird uns der Jochen Reik von Bosch geben und der Markus Edel von der NBW. Wie ist der aktuelle Stand der Brennstoffzelle-Technik? Wie ist die aktuelle Entwicklung? Und was gibt es da Neues zu erwarten? Bleibt dran, schaut rein. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen das Thema Brennstoffzellen, Brennstoffzellentechnik heute bei der Herbstveranstaltung näher bringen darf. Über die Technik wurde jetzt ja bei meinen Vorrednern, bei den bisherigen Vorträgen schon öfters mal darauf hingewiesen. Ich gehe mal davon aus, dass auch einige von Ihnen schon in der Praxis Erfahrungen haben mit Brennstoffzellensystemen und auch bei Kunden verbaut haben. Deswegen möchte ich den Bogen etwas weiter spannen und auch mal in andere Bereiche noch etwas reinschnuppern. Wir haben vorher, haben Sie die Folie auch gesehen vom Professor Oschatz, was so die Klimaschutzanstrengungen und Klimaschutzvorgaben des Bundes sind und mit den entsprechenden Klimaschutzgesetzen. Und die Klimaschutzgesetze gibt es sowohl international wie aber auch national, auf Bundes- wie auch auf Landesebene. Und für Baden-Württemberg, da hat sich die Landesregierung das Ziel gesetzt, die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, mit dem Zwischenschritt quasi dann 2030 die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 65% im Vergleich zum Referenzjahr 1990. Das heißt, das sind erhebliche Anstrengungen, die dann dahingehend und auch Transformationsprozesse, die dann erforderlich sind, um auch diese Ziele erreichen zu können. Das betrifft sowohl die Energiewirtschaft, Industrie, Gewerbe, aber natürlich auch, und das haben wir ja auch vorhin gehört, natürlich den Gebäude- und den Wärmemarkt. Verkehr, Landwirtschaft, jeder dieser Bereiche ist hier natürlich gefragt und muss seinen Beitrag dementsprechend leisten. Zur Erreichung jetzt dieser Ziele gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten und Maßnahmen, die durchgeführt werden. Erneuerbare Energien auszubauen ist das A und O. Aber dann auch zur Erreichung der quasi von der dekarbonisierten Energiewelt ist es erforderlich, dass man auf grüne Gase, insbesondere auch Wasserstoff, setzt. Dementsprechend gibt es dann auch auf nationaler Ebene oder auch auf Landesebene Initiativen und auch Strategien, um das Thema Wasserstoff voranzubringen. Der Vorteil von Wasserstoff ist eben der, Sie können ihn quasi klimafreundlich erzeugen. Sie emittieren dann bei der Nutzung keine CO2-Emissionen. Und Sie können ihn in großen Mengen transportieren, in unterschiedlichen Formen. Und in vielen Anwendungsfeldern ist er eben einsetzbar. Das sind grundsätzliche Vorteile von Wasserstoff und deswegen laufen da auch, wie Sie ja auch durch die Medien mitbekommen, vielerlei Aktivitäten. Den ganzen Transformationsprozess, der ansteht, der betrifft jetzt nicht nur die Regierung und quasi die Politik, sondern wird auch quasi uns alle treffen und die Wirtschaft und das Handwerk. Und wir seitens NBW, wir gestalten den Transformationsprozess aktiv mit. Wenn Sie hier unsere Projektlandkarte betrachten, so führen wir Wasserstoffprojekte bundesweit durch. Bundesweit sind diese in der Pipeline oder schon in der Umsetzung. Und es reicht quasi von Nord bis Süd und natürlich auch mit zahlreichen Projekten, die wir hier in Baden-Württemberg schon realisieren oder vorhaben zu realisieren. Und wir beschäftigen uns sowohl quasi über die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, von der Wasserstoffproduktion und Speicherung bis hin zum Transport und in die Verteilnetze.
in unseren sogenannten Fuel-Switch-Projekten, in unseren Kraftwerken, beschäftigen wir uns schon seit einiger Zeit, seit einigen Jahren damit, diesen Transfer auch von bisher zum Beispiel Kohle für Kraftwerkseinsatz hin zu Erdgas und perspektivisch dann auch zu Wasserstoff zu gelangen. Jetzt will ich noch mal konkreter auf die Brennstoffzellen eingehen. Jetzt haben wir so den Rahmen mal betrachtet, wo wir uns bewegen. Was sind Brennstoffzellen? Brennstoffzellen sind elektrochemische Wandler. Batterien sind auch elektrochemische Wandler, aber Brennstoffzellen sind offene Systeme. Das heißt, sobald Sie quasi einen Energieträger der Brennstoffzelle zuführen, wird entsprechend Strom und Wärme erzeugt. Es geht aber maßgeblich um den Strom bei der Brennstoffzelle. Und als Energieträger brauchen Sie Wasserstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff beziehen Sie aus der Luft, aber der Wasserstoff ist natürlich das Thema. Und die Brennstoffzelle kann eben mit Wasserstoff, der in unterschiedlichster Form zur Verfügung gestellt wird. Und in den stationären Anwendungen wird in aller Regel Erdgas eingesetzt. Erdgas besteht überwiegend aus Methan. Methan CH4 ist ein Kohlenwasserstoff mit einem hohen Wasserstoffanteil, geringe Kohlenstoffanteil, geringe CO2-Emissionen in der Folge. Das heißt, mit der Brennstoffzelle haben Sie eine Wasserstofftechnik, die heute schon verfügbar ist in vielen Bereichen. Und wenn ich sage viele Bereiche, dann können Sie von stationären Anwendungen ausgehen, sei es für die Gebäudeversorgung, die einige, denke ich mal, von Ihnen recht gut bekannt ist, KWK-Anlagen, größere Anlagen, größere Leistungen, Notstromsysteme, die mit Brennstoffzellen betrieben werden können, oder auch autarke Anlagen in netzfernen Regionen. Aber natürlich auch der mobile Anwendungsbereich ist für Brennstoffzellen sehr interessant. Es gibt ja bereits Brennstoffzellen, PKWs, vor allem im Nutzfahrzeug, im schweren Nutzfahrzeug werden Brennstoffzellen sehr stark weiterentwickelt und favorisiert, in Zügen, Flugzeugen, Schiffen etc. Also Sie sehen, wir haben unterschiedlichste Anwendungsfelder für diese Technik und der Vorteil eben im stationären Bereich. Und deswegen will ich da nochmal drauf eingehen. Wir können bei den bisherigen Brennstoffzellensystemen, die Erdgas nutzen, auf eine sehr, sehr gut ausgebaute Infrastruktur aufbauen, die vorhanden ist. Und wir können heute schon einen Beitrag leisten und CO2 reduzieren und sind dementsprechend auch perspektivisch schon auf dem Wasserstofftransformationspfad in Richtung H2 Ready. Wenn wir weiter nochmal auf die stationären Brennstoffzellen, das interessiert, denke ich mal, Sie auch am meisten, nochmal den Fokus legen. Einige Geräte von denen sind heute verfügbar, beziehungsweise schon seit einigen Jahren verfügbar. Es gibt unterschiedliche Brennstoffzellentypen, ich möchte gar nicht auf die ganzen eingehen. Für die quasi stationären Systeme haben sich so die PEM Niedertemperaturbrennstoffzelle und die SOFC Hochtemperaturbrennstoffzelle so als die Systeme herauskristallisiert, die am meisten eingesetzt werden. Die PEM Polymerelektrolytmembran und die SOFC Solid Oxide Fuel Cell, also eine keramische, da wird dann auch immer der Elektrolyt quasi ist dann immer der Namensgeber von der jeweiligen Brennstoffzelle. Brennstoffzellen gibt es in unterschiedlichen Leistungsgrößen, vom Wattbereich bis in Megawatt-Anlagen. Es gibt Anlagen sowohl für die Innenaufstellung, natürlich gerade im Gebäudebereich bietet sich das an, aber auch für die Außenaufstellung, gerade Gewerbe-, Industriebereiche, Energieversorgung.
Als Energieträger, ich habe es vorhin oder gerade erwähnt, ist Erdgas natürlich dieses Medium und der Energieträger der Wahl, weil er letztendlich mit einer sehr guten Infrastruktur vorliegt. Perspektivisch können natürlich auch Brennstoffzellen mit Wasserstoff betrieben werden, direkt und quasi dann ohne einen Reformierungsumweg. Der Entwicklungsstand von Brennstoffzellensystemen, wir haben Geräte, die heute kommerziell verfügbar sind, die Sie ganz normal erwerben, kaufen können. Es gibt aber natürlich auch noch Geräte, die jetzt in der Entwicklung stehen und in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden. Neben den Brennstoffzellensystemen, die mit Wasserstoff dann natürlich funktionieren, gibt es natürlich auch noch andere Techniken, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Auch da sind wir seitens NBW natürlich dran und forschen da dran. Das sind zum einen BHKWs, die dann statt mit Erdgas oder Biomethan eben mit Wasserstoff betrieben werden können oder eben dann auch Wasserstoffgasturbinen. Wenn wir jetzt den Markt nochmal auf die Brennstoffzellenheizgeräte nochmal näher in den Fokus nehmen. So, der Tobias hat es gerade vorhin erwähnt, ich war schon vor vielen Jahren hier, schon mehrmals hier und habe das Thema Brennstoffzellen vorgestellt. Wir haben so ziemlich vor 20 Jahren die ersten Brennstoffzellenheizgeräte wirklich so als Pilotanlagen bei Pionierkunden verbaut und in deren Keller gebracht. Wir waren damals, zählten wir zu den ersten, die sowas auch im großen Stil in Feldtests durchgeführt haben. Und ich denke mal, so um die 200 Brennstoffzellenanlagen, Feldtestanlagen haben wir in Baden-Württemberg in den zurückliegenden Jahren dann realisiert und getestet. Man hat auch gesehen, und es war wichtig, dass die Zusammenarbeit gerade bei der neuen Technik und gerade bei so einem System entscheidend ist. Die Zusammenarbeit Hersteller, Planer, Handwerker, Energieversorger. Nur so kann es funktionieren, dass man auch eine Technik voranbringt und auch in den Markt bekommt. Also wirklich von der Forschung und Entwicklung über Demonstrationsprojekte hin in den Markt einzuführen. Das ist immer eine Herausforderung und ist meines Erachtens mit den Brennstoffzellenheizgeräten gelungen. Um die 2014, 2015 gab es dann ein Programm vom Land Baden-Württemberg, wo man schon mal auch die Brennstoffzellensysteme kommerziell gefördert hat. So bundesweit Schwung in das Thema kam natürlich mit dem quasi KfW-Programm 433, was 2016 gestartet wurde und was, wir haben es vorhin gehört vom Herrn König, bis Ende des Jahres quasi noch laufen wird. Und meine aktuellen Zahlen, die ich habe es leider also noch vom letzten Jahr, dass über 19.000 Förderanträge bewilligt worden sind in dem Programm, was meines Erachtens einen Erfolg darstellt. Und zukünftig soll eben diese Förderung der Brennstoffzellenheizgeräte über das BEG erfolgen. Die Systeme, die es heute am Markt gibt, Sie sehen hier die maßgeblichen Geräte, die so verfügbar sind, die lassen sich so einteilen. Auf der linken Seite sehen Sie so die Gesamtkomplettsysteme, wie man auch immer sagen mag, wo eben neben dem Brennstoffzellenmodul das Zusatzheizgerät und auch dann der Speicher mit quasi im Gerät, entweder nebendran oder aber auch schon im Gerät verbaut, mitkommt. Auf der rechten Seite sehen Sie die sogenannten Beistellgeräte, wo es eben das Brennstoffzellenmodul alleinig erst geliefert wird und dann braucht es eben nebendran ein passendes, ein geeignetes Wärmeerzeuger, der dann die Spitzen abfährt.
die Systeme von den, ja, Sie kennen es ja in aller Regel, namhaften Herstellern, namhafte Heizgerätehersteller, die die Systeme anbieten, die reichen von um die 700 Watt bis 1,5 kW elektrisch und Wirkungsgrade, die liegen so bei knapp 40 bis 57%. Wenn man jetzt auch hier die Grafik nochmal betrachtet, und ich habe vorhin gesagt, 20 Jahre ist es her, als wir die ersten Systeme in Baden-Württemberg in Heizungskeller verbaut haben. Wir haben die ersten Systeme gehabt, da hat man Betriebsstunden gehabt von einem Brennstoffzellenstapel, der lag bei wenigen Tausend. Wenn Sie wissen, 8.760 Stunden im Jahr, dann ist wenige Tausend überschaubar. Heutzutage garantieren die Hersteller weit über 80.000 oder bis zu über 80.000 Betriebsstunden, was selbst für so einen Dauerlauf, also wenn man einen Dauerlauf hätte, rund 10 Jahre bedeuten würde. Also da sehen Sie, wie die Entwicklung auch sich sehr, sehr positiv da darstellt. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen einen Ausblick geben und auch nicht nur auf Brennstoffzellenheizgeräte, sondern einfach nochmal die Bandbreite erweitern. Es gibt für weitere stationäre Brennstoffzellensysteme natürlich auch zum einen Hersteller und zum anderen die Anwendungsfälle. Wir haben jetzt und ich habe jetzt Ihnen gerade maßgeblich von Anlagen berichtet im Gebäudebereich, in der Gebäudeversorgung, also Netzparallelbetrieb. Es gibt aber sehr viele Hersteller, vielleicht weniger bekannt hier, die im Bereich Notstromversorgung, Backup-Lösungen tätig sind, im Bereich kritischer Infrastruktur, Brennstoffzellensysteme anbieten. Und für diese Systeme ebenso auch dann für Anlagen, die netzfern, autark irgendwo stehen und lange quasi Laufzeiten benötigen und sichere Laufzeiten benötigen, da wird dann in aller Regel quasi Wasserstoff entweder in komprimierter Form, das heißt, man hat irgendwie ein Flaschenbündel nebendran stehen, betrieben, also direkt mit Wasserstoffbetrieb, oder eben dann mit Energieträgern, wasserstoffhaltigen Energieträgern wie Methanol, Flüssiggas oder Ammoniak. Damit hat man dann dementsprechend einfach teilweise im Handling bessere Möglichkeiten und Flexibilitäten, um die Bedürfnisse dann auch erfüllen zu können. Das heißt, auch in dem Bereich tut sich einiges und das auch in unterschiedlichen Leistungsgrößen. Und dann will ich quasi auf die größeren Leistungsklassen eingehen und hinführen. Es gibt mittlerweile auch deutlich größere Brennstoffzellensysteme, die im Vergleich zu den Gebäudeanlagen, also Anlagen, die größer 10 kW und mehr bieten und die sich dann in modularer Bauweise einfach auch zu größeren Anlagen, zu großen Leistungen ergänzen und ausbauen lassen. Und somit sind dann auch Anwendungsfelder wie in Quartieren, im gewerbeindustriellen Bereich wieder sehr attraktiv. Heute werden die Anlagen, wie gesagt, mit Erdgas oder mit Biomethan betrieben, perspektivisch dann eben mit Wasserstoff. Und da möchte ich jetzt dann auch sukzessive an dann Herrn Reik von Bosch überleiten, der Ihnen dann ein solches System, ein größeres System, dann auch nochmal im Detail vorstellen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich Ihnen vermitteln konnte, im Brennstoffzellenbereich, da tut sich einiges, nicht nur vielleicht im Gebäudebereich, den Sie schon teilweise recht gut kennen, sondern auch in anderen Anwendungsfeldern und auch in deutlich größeren Leistungsbereichen. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. So, hallo miteinander auch von meiner Seite. Jochen Reik, mein Name, von der Firma Bosch, Robert Bosch GmbH. Bin schon relativ lange im Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen und jetzt seit 3 Jahren in dem Projekt zum Thema Bosch Brennstoffzelle, das ich Ihnen jetzt vorstellen werde.
Bitte? Der andere, okay. Dann muss ich hier auf die da, oder? Das Grüne oder weg? Zurück, also weiter, weiter, ja. So, jetzt haben wir es, die grüne Taste ist es. Also, grün hat Vorfahrt. So, also, jetzt hoffentlich funktioniert es. Gut, Thema Brennstoffzelle. Brennstoffzelle an sich ist ja eine Wasserstofftechnologie. Und bei der Wasserstofftechnologie ist immer die Thematik, wo kriege ich den Wasserstoff her? Was wir vorher von Herrn Edel auch schon gehört haben. Und gerade bei dieser Technologie ist es deshalb wichtig, dass man sich ganzheitlich damit beschäftigt als Hersteller. Also nicht nur zu sagen, ich habe ein Gerät, das ist wasserstofffähig und das kann das, sondern jeder Kunde fragt uns ja, wo kriege ich den Wasserstoff her, wie sieht der Prozess aus? Und hier sind wir als Bosch aktiv jetzt in den verschiedensten Geschäftsfeldern zum Thema Wasserstoff, neuerdings auch Komponenten zu dem Thema Elektrolyse, wo man dann auch grünen Wasserstoff herstellen kann. So, warum gehen wir rein in das Thema? Auf der einen Seite ist es das Thema Know-how und da ist jetzt folgende Besonderheit, es gibt in England so eine Ideenschmiede, die Firma Ceres Power, denen ist es gelungen, die Wasserstoff- oder die Technologie der Stacks kombiniert Metall und Keramik zu machen, wo man bisher eigentlich Keramik hatte. Und Metall und Keramik, das ist ein Thema, wo Bosch sagt, das kenne ich aus der Lambda-Sonde und aus der Zündkerze. Und da gibt es eine große Kompetenz, vor allem in den Bosch-Automobilwerken, die mit diesen Technologien schon umgegangen sind. Und deswegen hat man sich auch beteiligt an der Firma und auf Basis dieses Know-hows baut man jetzt auf das ganze Thema Brennstoffzellen. Dazu kommt die Kompetenz zu sagen, wenn ich jetzt die Technologie beherrsche und als Bosch beherrscht man ja eigentlich auch das Thema Großserie aus dem Automobilbereich raus. Deswegen Großserienproduktion kombiniert mit dem Know-how und dann das ganze Thema Digitalisierung mit. Das war eigentlich der Grund, warum man gesagt hat, man geht jetzt rein in dieses Thema. Und das sieht man und spiegelt sich auch wieder, wo wir die Fertigungen aufbauen. Also die Fertigungen werden auf der einen Seite sein die Automobilwerke, also das Bosch Bamberg Werk, das ist ein klassisches Diesel-Automobilwerk, wird fertigen das Thema Zelle und den Stack. Auf der anderen Seite das nächste Automobilwerk Homburg, die machen die Hotbox. Werk Salzgitter, auch Automobil, macht das Steuergerät und assembled wird das Ganze zusammengebaut in dem Thermotechnikwerk Wernau. Warum hier die Thermotechnik, die Kombination? Weil natürlich Wernau aus der Thermotechnik, also Thermotech, ja Buderus, Junkers, Bosch Marken, wiederum die Kompetenz hat mit der Zuführung der Energie, also Gas oder Wasserstoff, aber auch genauso sagen wir, mit dem Abgasweg und der gesamten Systembauweise. Und deswegen Kombination innerhalb vom Bosch-Konzern über die einzelnen Bereiche, sodass man nachher dieses dezentrale Energiesystem aufbaut und dann auch der digitale Zwilling dazu hat. Das heißt, man gerade für die neuen Technologien, man überwacht eigentlich die Performance von den einzelnen Komponenten. Jetzt, das eine ist die Technologie und das Fertigungs-Know-how, wie man es macht und dadurch natürlich diese Großserie befähigt auch dann über die Stückzahlen runterzukommen von den Preisen. Aber auf der anderen Seite muss man sich hier den Anforderungen stellen des Marktes und die sind, wie wir es heute auch schon gehört haben, jeder von uns erlebt es und liest tagtäglich das Thema Elektrifizierung, Strombedarf wird zunehmen, Städte, Digitalisierung wird zunehmen. Das heißt, wir brauchen eigentlich in diesem Segment mehr Energieeffizienz, zuverlässige Energieversorgung, gerade heute ja überall ein Thema, aber auch die Flexibilität, sie dann zu haben, die Energie, wenn man sie braucht. Und diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, Energieeffizienz, zeigt sich jetzt wieder in dem Produkt. Das sind jetzt die Werte, wie gesagt, das ist noch ein Produkt, das im Feldversuch sich befindet. Die Zielwerte,
sind vom Wirkungsgrad elektrisch ca. 60%. Wenn man den thermischen Wirkungsgrad dazu nimmt, sind wir bei 85%. Dann kommt das Thema emissionsarm. Wenn wir mit Wasserstoff fahren, bei der Wasserstofftechnologie, dann haben wir keine. Wenn wir natürlich eine Übergangsphase haben, und da sind wir jetzt gerade, dann haben wir noch Erdgas, und wenn wir Erdgas haben, haben wir halt noch CO2. Andererseits sagen wir, die Frage war, mit was beginnen wir auch unseren Feldversuch? Gehen wir gleich mit Wasserstoff rein? Und die Frage ist dann wahrscheinlich auch, wenn ich die Frage hier im Raum stelle, wer hat denn Wasserstoff? Dann hat eigentlich so gut wie keiner Wasserstoff. Und wenn, dann ist er nur in den Pilotprojekten verfügbar und sehr teuer. Also haben wir gesagt, wir bauen Reformer rein und beginnen eigentlich die Feldversuche mit dem Erdgasgerät. Aber mit dem Nachteil, dass ich wenig Erdgas habe, habe ich halt noch CO2, die Emissionen. Wir haben dann auf der anderen Seite uns entschieden, ein Konzept zu wählen, das modular Aufbau ist. Das heißt, wir können hochskalieren. Also kleine mittelständische Industriebetriebe, die weiter ausbauen zum Beispiel, die können sich solche Module sukzessive dazu bauen, wenn sie mehr Strombedarf haben, um auch diesen Strombedarf zu decken. Ein anderes Thema, Verlässlichkeit. Durch die Modulbauweise haben wir natürlich immer wenig Kaskadierung und dadurch zusätzlich noch eine Ausfallsicherheit, wenn eins mal in der Wartung ist oder so. Und der digitale Zwilling, denke ich, am Anfang sehr, sehr wichtig, um einfach sofort zu erkennen bei dieser neuen Technologie, wo gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, wo muss man eingreifen. Wie sieht so ein Produkt aus? Also so ein Produkt aus, die jetzt in den Feldtests schon unterschiedlich laufen. Dieser Wirkungsgrad, 60% elektrisch, mit der Wärme dann ungefähr 85%, 10 kW elektrische Leistung, 3 kW thermisch, läuft mit Wasserstoff, dann mit Biogas, Biomethan oder mit Erdgas, sodass man auch hier die Flexibilität vom Brennstoff hat und produziert natürlich Strom und Wärme. Der Anteil, wie Sie sehen, ist natürlich ein umgekehrtes Verhältnis, als Sie es kennen vom normalen Blockheizkraftwerk. Also wir haben mehr Strom als Wärme. Und Einsatzgebiet sind dann Gebäude, Quartiere, Industrie, was der Herr Edel ja vorher schon nannte. Also Zielrichtung ist ganz klar, auf große Leistungen auch mitzugehen. Und wir haben zum Beispiel viel Diskussion im Moment mit Rechenzentren, weil dort ist ein enormer Stromverbrauch. Wie weit sind wir im Moment? Wir haben verschiedene Anlagen laufen an unterschiedlichen Standorten. Zum einen mal Standorte, wo wir sagen, wir können gewisse Anforderungen in den eigenen Bosch-Werken realisieren. Und auf der anderen Seite aber auch ein Projekt, das ich selber mitgemacht habe, zum Beispiel bei der PASM in Berlin. Die PASM ist der Energieversorger Deutschland für die Telekom. Industrie, also auch hier großer Stromverbrauch, und wir testen also die Produkte jetzt im Moment vorzeitig aus, bevor wir in Serie gehen. Also nicht gleich in die Serie gehen, sondern einfach jetzt die Tests und die Feldversuche mit hohem Lerneffekt. Hier sieht man die Zeitschiene, was vorher angesprochen wurde, also 2019 wurde das Projekt eigentlich dann ins Leben gerufen. Was wir gerade machen, ist die Vorbereitung zur Industrialisierung. Die Werke schaffen sich gerade das Equipment an. Wir bauen auf der anderen Seite vertriebsseitig Partnerschaften auf. Und das ist auch ein Thema, wo wir sagen, wir wissen noch nicht, über welchen Vertrieb so ein Produkt in der Summe läuft, wie das in der Summe vermarktet wird. All das sind Themen und Fragestellungen, die wir im Moment erörtern. Und so sind wir mit verschiedenen Energieversorgern, aber auch Industriefirmen und so weiter im Kontakt, auch Rechenzentren, diese Co-Location-Provider, wo wir einfach jetzt nochmal die Marktinformationen sammeln, um dann ein gesamtes Bild zu haben, sodass man dann, wenn man in die Serie geht, das Richtige tun und dann sag mal, ein Produkt reinbringen, das dann auch die Energieversorgung von morgen sein wird. Das war ein kurzer Einblick, was wir hier tun als Bosch. Fragen sehr gerne jetzt oder auch nachher. Ich bin auch noch eine Weile da. Aber ich denke, es ist ein interessantes, hoffentlich interessantes Thema für Sie, dass man zumindest mal sieht, was Bosch hier tut. Und nicht verwechseln mit der Aktivität Brennstoffzelle Automobilbereich, was man in den Zeitungen liest. Das ist die PEM-Technologie.
das der Herr Edel auch angesprochen hat. Hier ist die Hochtemperatur-Brennstoffzelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.